Liebe Niederösterreicherin, lieber Niederösterreicher, mein Name ist Helga Krismer. Seit 2003 darf ich Ihre Interessen im Niederösterreichischen Landtag vertreten und seit 2014 als Landessprecherin der Grünen. Mir ist es sehr wichtig, direkt mit Ihnen zu reden, wie zum Beispiel mit meinem Standpunkt zur Lage Niederösterreichs jeden fünften im Monat. Das bringt mich auch schon zu meinem aktuellen Thema. Niederösterreich bietet 15.000 Menschen ohne Heimat ein Zuhause. Und wie wir wissen, ist das keine Selbstverständlichkeit in diesem Europa. Wir wissen auch, dass sehr, sehr viele Flüchtlinge junge Menschen sind. Daher ist es ganz wichtig, dass wir diese jungen Menschen recht rasch ausbilden und in Beschäftigung bringen. Und mir ist es auch wichtig zu betonen, dass unsere Gesetze als unser Wertekatalog auf Punkt und Beistrich einzuhalten sind. Aber auch unsere niederösterreichischen Jugendliche brauchen noch mehr Anstrengung von uns. Wir haben eine hohe Anzahl an Jugendlichen ohne Lehrstelle und ohne Schulabschluss. Ein anderes zentrales Thema ist die Anti-Atom-Politik als ein Baustein der Energiepolitik in Niederösterreich. 30 Jahre nach Tschernobyl treten wir selbstbewusst gegen die schrottreifen Atomkraftwerke an unseren Grenzen wie Bohunice und Dukovany auf. Und Sie können sich sicher sein, hier ziehen in Niederösterreich alle an einem Strang. Ein Kraft- oder Ruheplatzerl haben wahrscheinlich auch Sie. Ich möchte Sie jetzt einladen, mit mir meine Plätze in Niederösterreich zu besuchen. Abschließend möchte ich Sie einladen, mit mir im regen Austausch zu bleiben, Anregungen, Beschwerden, aber auch was Positives nehme ich sehr, sehr gerne von Ihnen entgegen. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihre Helga Krismer.